Guten Tag, meine Damen und Herren, liebe Studierende, liebe Hochschulangehörige. Ich begrüße Sie sehr herzlich hier in der Aula der Universität des Saarlandes. Die fungiert in den letzten Tagen, wie Sie sich denken können, als Impfzentrum. Heute haben wir sie umgewidmet und singen unser traditionelles Campus-Singen von diesem Ort hier. Normalerweise gehen wir immer durch die Gebäude und erfreuen die Mitarbeiter und unsere Kollegen mit den Weihnachtsliedern und Adventsliedern in deren Treppenhäusern oder schönen Foyers. Das machen wir aus den bekannten Gründen diesmal anders und wollen Sie an den Bildschirmen erfreuen. Wenn Sie Lust haben, singen Sie die ein oder andere Melodie, die Sie vielleicht kennen, gerne mit. Aber lassen Sie sich in jedem Fall anrühren von einem Teil unseres großen Chores, die sich mit viel Engagement und Freude in diese besondere Aufgabe gestürzt haben. Vielen Dank und viel Freude beim Zuhören. Maria, du Schein, du Oh.
Das war das bekannte Weihnachts- und Adventslied, ist Maria durch ein Dornwald ging. Dann haben Sie gehört aus dem Weihnachtsoratorium von Johann Sebastian Bach, Ich stehe an deiner Krippen hier. Das gehört in die sechste Kantate, da ist also Weihnachten schon vollzogen. Und das dritte Stück war ein französisches Weihnachtslied. Im deutschen Gesangbuch kommt das Lied auch vor, da hat es den Text Korn, das in die Erde fällt. Und hier heißt es Noël Nouvelé, also der neue Weihnachten wird sozusagen begrüßt. Und der Satz ist von einem französischen zeitgenössischen Komponisten geschrieben worden. Wir singen jetzt, es ist ein Ros entsprungen, in dem bekannten Satz von Michael Praetorius. Da kennen Sie sicher die eine oder andere Stimme und die dürfen Sie zu Hause gerne am Bildschirm oder wo immer Sie auch sich aufhalten, gerne mitsingen. Wir singen alle drei Strophen und danach singen wir ein schwedisches Weihnachtslied. Da gebe ich Ihnen dann den Text nochmal an die Hand, weil vielleicht Schwedisch nicht unbedingt so unsere erste Fremdsprache ist. Aber vielleicht können Sie auch Schwedisch, aber ich probiere es dann auch mal. Und dann melde ich mich wieder zu Wort. Zunächst aber, es ist ein Ros entsprungen von Michael Praetorius. Und hat mein Blut.
Thank you.
Jül, strahlende Jül. Weihnachten, glänzende Weihnachten. In allen Häusern brennt Licht, in allen Kirchenhäusern brennt Licht. Und die Psalmen werden gesungen, wie es war, von allen Zeiten her bis in unsere heutigen Tage. Das war dieses, frei übersetzt, dieses schwedische Weihnachts- und Volkslied. Und wir entlassen Sie, und ich glaube, das passt besonders gut in unsere Zeit, die ja sehr angespannt ist und auch für uns alle so ein bisschen niederdrückend wirkt. Wir entlassen Sie mit einem irischen Reisesegen, den Sie vom Text her sicher auch kennen. Jetzt habe ich natürlich meine Brille nicht dabei. May the road rise upon your fields. Also habe einen glücklichen Weg, möge immer der Regen rechtzeitig auf deine Felder scheinen. Und vor allen Dingen aber bleib in Frieden und Freude unter dem Schutz des Herrn, unter dem Segen des Herrn. Und so wollen wir ins neue Jahr gehen. Vielen Dank für Ihr Zuhören und vielen Dank Ihnen allen, die Sie so toll trotz Corona und trotz unserer Erschwernisse, die wir mit den Proben haben, gerade wir Musiker, so toll gearbeitet haben und das heute ermöglicht haben. Und Ihnen an den Geräten, wo wir Sie uns zuschauen, ebenfalls alles Gute. Bleiben Sie uns gewogen und bis im neuen Jahr, vielleicht dann auch mal ohne Corona, das wäre ja mal was. Vielen Dank, alles Gute. Yes.